Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal nicht von zu Hause aus, sondern hier im Auftrag unterwegs. Wir schauen uns heute an, wie wir die Kommunikation im Krisenfall, zum Beispiel während eines Blackouts, gewährleisten. Wir bauen eine komplette Notfunkstation auf, eine Freenet-Notfunkstation. 2 Meter UKW sind die Stichworte heute. Und wir schauen uns alles Schritt für Schritt an, von der Antenneninstallation bis zur Kabelverlegung, der Geräteeinrichtung, Geräteauswahl. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt, also ein Rundum-Sorglos-Paket. Einrichtung, Betrieb, alles in diesem Video gleich nach dem Intro, also unbedingt dranbleiben, wichtiges Thema. Bei dem gewählten Gerät handelt es sich um ein CRT Space V. Was bedeutet das? Grundsätzlich zur Vorgeschichte. Der Freenet-Funkstandard bietet viele Vorteile im Gegensatz zum CB-Funk. Grundsätzlich ist der anmeldefrei, lizenzfrei und gebührenfrei. Das heißt, jeder darf diese Funkanwendung genauso wie den CB-Funk nutzen. Einfach Gerät kaufen, loslegen. Der einzige Haken bei den im Handel erhältlichen zertifizierten Geräten, das ist nämlich die Voraussetzung, haben wir eine kleine Beschränkung. Die Geräte sind nämlich allesamt kastriert in der Sendeleistung und das führt dazu, dass wir eine sehr geringe Reichweite haben. Was machen wir, um das zu umgehen, nehmen wir ein Amateurfunkgerät. Damit beginnt die Ordnungswidrigkeit. Von außen ist das nicht ersichtlich und wir stören auch niemanden. Das ist die Hauptsache. Und solange wir uns an die Einstellungsvorschriften halten, die ich euch gleich zeige, ist das alles nicht ganz so schlimm. Wir stören damit niemanden. Hier ein CRTV, Amateurfunkgerät, das sich eben auch, wichtig, auf den Freenet-Frequenzen betreiben lässt. Wir gehen explizit nicht in den Amateurfunk und ich rate auch davon ab, es bietet keinen Mehrwert, keinen Reichweitenvorteil, nichts und ist außerdem sofort ersichtlich, weil man kein Rufzeichen hat. Wir gehen hier in den legalen Freenet-Bereich und sind von außen gar nicht als ordnungswidriger Benutzer erkenntlich und stören auch niemanden. Des Weiteren haben wir hier eine solche Antenne. Ja, im Vergleich zum CB-Funk 1,50 Meter, die Diamond X50, sehr, sehr klein. CB-Funk 5,50 Meter, hier im 2 Meter Band 1,50 Meter. Lässt sich gut am Dach montieren, genauso hohe Reichweite, also ein großer, großer Vorteil und keine störenden Überreichweiten, die zu Störungen führen. Wir schauen uns gleich einmal an, wie wir die Antenne installieren. Also, los geht's! Bei der Installation des Steckers oder der Stecker ist etwas handwerkliches Geschick gefragt. Zuerst einmal ein kleiner Tipp. Unbedingt bei Durchführung, gerade an scharfen Kanten, darauf achten, dass die Isolation des Kabels nicht beschädigt wird. Hier einmal ein Beispiel. Zum Glück am Ende des Kabels, an einem Ende nur 1 Meter. Hier musste das Kabelstück rausgeschnitten werden. Konnte ich machen, ich hatte noch Reserve. Wenn sowas draußen passiert, haben wir ein riesengroßes Problem. Hier tritt Wasser ein und durch die Kapillarwirkung verteilt es sich im Kabel und es wird alles nass und oxidiert. Das ist nicht schön, deswegen bei der Durchführung drauf achten. Zum Stecker. Der Stecker besteht im Wesentlichen aus 2 Teilen. Hier ist etwas handwerkliches Geschick gefragt. Wir können diesen Stecker in 2 Teile teilen. Dazu drehen wir das Innenleben von oben gesehen gegen den Uhrzeigersinn heraus. Und ganz wichtig ist, dass man hier das Ding zuerst drauf schiebt. Die Hülse zuerst. Nicht vergessen, das bringt nachher sonst wahnsinnig viel Ärger ein. Und nun nehmen wir hier einmal Maß, legen das genau parallel, also die beiden Enden an einen Anschlag, wenn man so möchte. Und jetzt gehen wir hier mit unserem Daumen vor dem Gewinde auf das Kabel und markieren uns hier diese Stelle. Wir können natürlich auch einen Stift benutzen. So, ich nehme jetzt meinen Daumen und dann nehmen wir uns ein Cuttermesser oder ein normales Messer geht auch. Und ohne, dass wir jetzt hin und her sägen, also nicht so machen, sondern einfach nur drücken, versuchen wir jetzt ganz vorsichtig, die äußere Isolation zu entfernen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier nicht den inneren Leiter, also nicht den inneren Leiter, sondern das Kupfergeflecht zerstören. Deshalb hier schön vorsichtig vorgehen und einfach mal so ein bisschen biegen. Wenn das schon zum Vorschein kommt,
dann sieht das gut aus. Und dann einfach abziehen. So sieht das danach aus. Wir schieben jetzt das äußere Geflecht einmal oder klappen es um nach hinten. Richtig schön sauber, also dass da auch keine Knoten oder sowas drin sind. Nicht, dass wir da irgendwie so eine dicke Stelle haben, so einen Wulst. Das wäre sehr unvorteilhaft. Und diese Folie, diese Kupferfolie, können wir ebenfalls entfernen. Dazu ganz vorsichtig einschneiden, aber wie gesagt, nicht das Kupfergeflecht beschädigen. Das ist also die Schirmung. So, und als nächstes nehmen wir noch einmal Maß, halten das hier so nebeneinander. Und hier, wo der Ring ist, etwas darunter, hier, genau da, wo dieser dicke Ring beginnt, dort nehmen wir jetzt wieder Maß und entfernen die innere Isolation. Hier brauchen wir nicht ganz so vorsichtig sein. Das werden wir auch gleich sehen. Die Drähte sind etwas dicker. Hier nicht biegen, sondern einfach auseinanderziehen. So, geschafft. Als allererstes schieben wir jetzt die Hülse einmal hier rüber über das Kabel. Die nicht vergessen, sonst haben wir ein ganz großes Problem. Und jetzt schrauben wir unseren Adapter hier rauf. Jetzt erkennen wir auch das System in etwa. Einfach raufschrauben, bis jetzt der Innenleiter hier oben ja rausguckt oder bündig anliegt. Als nächstes müssen wir den Innenleiter des Koaxkabels mit dem Stift des PL-Steckers verlöten. Das funktioniert meistens auch so, ohne Löten. Allerdings provozieren wir hier Wackelkontakte und gerade für draußen besteht die große Gefahr, dass wir hier eben einen Wassereintritt haben. Deswegen unbedingt verlöten, das ist am besten. Erstmal machen wir den Innenleiter etwas heiß, damit er auch wirklich bis hinten warm wird und sich das Lötzinn gut verteilen kann. Und dann geben wir Lötzinn hier vorsichtig in die Öffnung rein und achten gleichzeitig darauf, dass das Lötzinn nicht auf die Außenseite des Pins kommt. Ansonsten haben wir nachher Schwierigkeiten, den Stecker in das Funkgerät, also in die Buchse reinzustecken. So, am besten ein kleines Gefälle, also dass der nach unten geneigt ist, dass das nach unten geneigt ist, sodass das Lötzinn ein bisschen reinfließen kann und sich dort gut verteilt. Der Stecker ist fertig angeschlossen, die Verbindung sieht gut aus, die Überwurfmutter ist wieder aufgeschraubt und jetzt haben wir hier am PL-Stecker so kleine Nasen. Diese kleinen Nasen sind eben dazu da, um den Stecker gegen Verdrehen zu sichern und hier haben wir auch nochmal solche Zähne. Und wenn wir den Stecker raufstecken, achten wir beim Festschrauben, verbinden auch darauf, dass der Stecker richtig sitzt, also dass die Nasen in den dazugehörigen Buchten festsitzen. So, den Stecker nicht mit der Zange andrehen, sondern handfest reicht völlig. Fertig. Kommen wir nun zur Stromversorgung. Das Funkgerät ist, wie ihr seht, bereits an der Batterie angeschlossen. Nun gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Entweder mit dem originalen Zigarettenanzünderstecker 12 Volt, das ist die einfache Variante. Dazu bestellt ihr euch gleich mit zu der Batterie und den Pullklemm, Link in der Videobeschreibung übrigens, eine 12 Volt Kfz-Buchse, in die ihr dann diesen Stecker reinstecken könnt. Diese 12 Volt Buchse könnt ihr dann ganz einfach über die Kabelschuhe, das ist dann auch professionell, hier einfach anschrauben. Das sitzt bombenfest und ist gut. Und lässt sich dann auch tauschen, nicht nur, dass das Funkgerät angeschlossen werden kann, sondern auch andere Sachen wie Ladegerät, also Akkuladegerät für kleinen Taschenlampenakkus, solche Sachen halt. Ich habe mich dazu entschieden, das direkt anzuschließen. Am besten nehmen wir hierfür auch Kabelschuhe am Ende, die wir anlöten. Wir können uns aber auch behelfen und das hier ganz einfach machen, indem wir den Draht etwas länger abisolieren und ihn hier einmal herumlegen. Und eine Schlaufe drehen. Diese Schlaufe oder diese Schlinge drehen wir jetzt fester, indem wir hier die Schraube drehen. So kann das Kabel nachher nicht mehr abhauen, wenn wir jetzt die Schraube festziehen. So sieht sie aus, die Freenet-Funkstation. Alles ist verbunden.
Wir können das Gerät gleich einmal einschalten. Wichtiger Hinweis noch, unbedingt die Batteriepole abdecken. Am besten die Batterie in ein luftdurchlässiges Gehäuse, zum Beispiel aus Holz, stecken, damit diese, erstmal damit die Gase austreten können. Und zweitens, damit die Batteriepole abgedeckt sind. Das wäre sonst eine ganz unschöne Sache, wenn es hier zu einem Kurzschluss kommt. Wir können das Gerät jetzt einmal einschalten und schauen uns die wichtigsten Funktionen einmal an. Das Funkgerät ist nun betriebsbereit. Wir schalten es gleich einmal ein und programmieren die Freenet-Frequenzen ein. Ganz wichtig, Stichworte hierbei, die richtigen Frequenzen und die Kanalbandbreite sowie die Sendeleistung. Zuallererst brauchen wir die Freenet-Frequenztabelle. Die Freenet-Frequenztabelle ist bei der Bundesnetzagentur oder einfach bei Google zu finden. Ich blende sie hier einmal ein, ich zeige sie euch einmal. So sieht das aus. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. 6 Kanäle sind es insgesamt, 6 analoge Kanäle. Ganz wichtig hier die Frequenzangaben, die Sendeleistung, das ist eben die zulässige, bereits angesprochen, das Problem. Und die Kanalbandbreite. Das sind letztendlich die beiden kritischen Größen, die wir unbedingt einhalten müssen, um andere nicht zu stören. Die Frequenz einstellen, das machen wir gleich. Und ganz wichtig, Kanalbandbreite. Das ist ein Thema, was gar nicht so bekannt ist, aber im Wesentlichen für Störung verantwortlich sein kann. Wenn wir einmal einen Blick in die Bedienungsanleitung wagen, dann sehen wir hier den Eintrag oder die Funktion, dass das Funkgerät einmal Narrow und Wide Transmission unterstützt, also einmal eine niedrige und eine breite oder eine hohe Sendebandbreite. Die niedrige Bandbreite liegt bei 11 kHz und die hohe bei 16 kHz. Nun sind 12,5 kHz vorgeschrieben. Das hat den Grund, dass die Frequenzen relativ dicht beieinander sind. Wenn wir hier die Kanalbandbreite überschreiten, dann laufen wir Gefahr, und das wird auch passieren, dass wir in die anderen Kanäle mit reinsenden. Das heißt, wir erzeugen Nachbarkanalstörungen und blockieren somit im schlimmsten Fall 3 Kanäle auf einmal. Das ist also eine furchtbare Sache, die wir unbedingt verhindern müssen. Und deswegen müssen wir gleich einfach darauf aufpassen, dass wir die Sendebandbreite auf Narrow stellen. Das ist ganz, ganz wichtig bei allen Funkgeräten. Nun, programmieren wir die Kanäle ein. Dazu schon mal eingestellt, Freenet Kanal Nummer 1 laut Frequenztabelle. Und wir gehen jetzt einmal in das Einstellungsmenü. Dazu halten wir die Funktionstaste gedrückt und schauen uns jetzt mal hier die Funktion an. Power. Hier können wir zwischen den 3 Sendeleistungen wählen. Wir können natürlich erstmal mit dem niedrigsten anfangen. Für Testzwecke ist es immer ganz gut, mit der höchsten Sendeleistung zu starten und sich dann runterzutasten oder das einfach dabei zu belassen. Also Sendeleistung einfach mal auf High. Dann, dann Band Nummer 3. Hier können wir die Sendebandbreite einstellen. Wie gesagt, unbedingt auf Narrow stellen, durch einen Druck bestätigen. Uninteressant, auch uninteressant, Step. 12,5 kHz. Bestätigen. Display. Hier können wir nachher, wenn wir die Kanäle eingespeichert haben, in den Channel-Modus wechseln, sodass man keine Frequenz mehr eingeben kann und somit auf der sicheren Seite ist. Machen wir nachher. Hier können wir den Ton ausstellen. Dann können wir hier einen Timeout einstellen, also nach 3 Minuten Sendezeit schaltet das Gerät ab. Das ist eine Schutzschaltung, kann man dabei belassen. Dann haben wir hier die Funktion Auto Power Off, also nach wie vielen Minuten im Standby soll sich das Gerät ausschalten. Hier kann man zum Beispiel 120 Minuten einstellen. Das verhindert dann, wenn man das Gerät vergessen hat auszuschalten, dass sich die Batterie komplett entlädt. Die Rauschsperre ist grundsätzlich so niedrig wie möglich einzustellen. Was macht die? Das hier. Ist die Rauschsperre offen, rauscht es die ganze Zeit. Und je höher wir die Rauschsperre einstellen, desto schwieriger wird es, dass schwache Signale zu hören sind. Deshalb ist die Rauschsperre so einzustellen, so niedrig einzustellen, dass sie gerade dicht hält und nicht rauscht. In unserem Fall war das jetzt Nummer 1. Ja, hier flutscht man immer recht schnell raus aus dem Menü. Machen wir weiter. Das ist eine uninteressante Funktion. Mic-Gain auf 16, also die Mikrofonverstärkung, die Lautstärke, also auf maximal einstellen.
Das sind soweit die Grundeinstellungen, die Menüeinstellung. Wir sehen auch hier jetzt ganz wichtig die Sendebandbreite Narrow und hier das H für High. Wir können hier zwischen Memory und VFO wählen. VFO ist die freie Frequenzwahl. Die ist auch standardmäßig ausgewählt. Hier stellen wir unseren Kanal ein. Das haben wir gemacht. Wir kontrollieren die Leistung, die Bandbreite stimmt. Das ist Freenet Kanal 1. Wir drücken einmal die Funktionstaste. Hier blinkt es. Welcher Kanal soll das abgespeichert werden als Kanal 1? Bestätigen das. Jetzt gucken wir wieder in unsere Frequenztabelle für Kanal 2. Da haben wir 149 0375. Das stellen wir hier mit den Tasten ein. Drücken hier auf Funktion. Soll als Kanal 2 abgespeichert werden. Können wir hier natürlich auch ändern, aber das ist 2. Bestätigen das. Im Falle eines abreißenden Signals können wir diese Rauschsperre manuell öffnen. Wenn wir hier die SQL-Taste gedrückt halten, bleibt die Rauschsperre kurz offen und wir können dann schwache Signale noch versuchen zu entziffern oder entschlüsseln mit dem Ohr. Eine weitere nützliche Funktion ist der Selektivruf. Der Selektivruf ist eng verwandt mit der Rauschsperre. Wir haben uns gerade eben die einfache Rauschsperre angehört, die ist dumm. Die Rauschsperre öffnet bei jedem Signal, ob es eine Störung durch irgendwelche Funkstörungen ist oder ob es ein schwaches Signal ist von irgendeiner Station. Und mit diesem Selektivruf können wir der Rauschsperre sagen, dass sie sich nur öffnen soll, das heißt nur ein Signal wiedergeben soll, wenn es eine bestimmte Kennung wiedergibt. Wozu kann das nützlich sein? So kann man zum Beispiel geschlossene Gesprächsgruppen bilden, gerade wenn man das Gerät länger anlässt, um eine Frequenz abzuhören, möchte man nicht unbedingt alles mitbekommen, was auf dieser Frequenz gerade passiert. Und um eben alle anderen Stationen auszublenden, kann man diese Selektivruffunktion nutzen. Wir haben jetzt ja einige Kanäle eingespeichert und können nun diese Taste nutzen. Also zwischen der Frequenzwahl und der Memory-Wahl wählen. Wir sind jetzt im Frequenzmodus. Das merken wir daran, dass sich hier die Frequenz einfach verstellen lässt. Und wenn wir in den Memory-Modus gehen, drücken wir diese Taste und hier wird eben die Kanalnummer angezeigt. Insgesamt 6 an der Zahl sind es, die wir einprogrammiert haben. Wenn wir den Selektivruf einstellen, wählen wir den Frequenzwähler und können hier jetzt unsere selektive Rauschsperre einstellen, wie gerade eben genannt. Und speichern dann am besten noch einmal alle Kanäle von vorne ein und nutzen dann zum Beispiel die fortlaufende Nummer. Ja, ich stelle das jetzt mal ein, Funktion, und sage hier, nimm DCS die Kennung 035, bestätigen. Und jetzt möchte ich das als neuen Kanal 1 einspeichern, also dann gehen wir hier auf Funktion. Ich sage, das ist jetzt unser Kanal 7, also die neue 1. Bestätige das. So, und dann führt das dazu, dass wir hier unsere normalen 6 Kanäle haben und wir dann wieder anfangen. Ja, und hier nochmal alle Kanäle eben nur mit Selektivruf haben. Weil man möchte ja unter Umständen schon die anderen Kanäle einfach abhören und mit anderen Leuten sprechen. Dann ist das hier eben für alle zugänglich. Und auch man kann damit alles abhören. Und wenn man sagt, ich möchte nur in unserer Gruppe bleiben, dann hat man über der 6 zum Beispiel nochmal die Selektivrufkanäle. Das Funkgerät ist richtig programmiert, wenn wir die ersten 6 Kanäle entsprechend ohne Selektivruf haben. Wie gesagt, Narrow, hohe Sendeleistung. Und hier haben wir eben die Rauschsperre, die bei jedem Signal sich öffnet. Und dann haben wir fortlaufend nochmal die 6 Kanäle von vorne. Die Nummer ist natürlich etwas irritierend. Mit Selektivruf. Und hier, genau, da sperrt der Selektivruf zum Beispiel das Signal. Hier sehen wir eben diese Funktion in der Praxis. Und 12 ist dann wieder unser Kanal 6, bloß mit Selektivruf. Und den Selektivruf eben, die Kennung unbedingt aufschreiben und überall gleich eingeben. Jetzt stellen wir das Gerät noch um nicht aus Versehen hier gegen den Frequenzwähler zu kommen. Dazu gehen wir in das Menü, gehen jetzt hier auf Display, DSP, bestätigen das und stellen das hier auf Channel ein. Und jetzt haben wir hier nur noch eine Kanalanzeige. Wir wissen jetzt die ersten 6 Kanäle frei und die nächsten folgenden 6 Kanäle eben mit Selektivruf wird uns auch nochmal angezeigt. Wir können jetzt hier zum Beispiel nicht mehr
die Frequenz ändern und sind sicher, das Gerät ist richtig eingestellt, für jeden Bediener einfach zu nutzen, können das Gerät ausschalten, wieder anmachen und können so senden. Ganz einfach. Ja, schauen wir uns einmal die Antenne an. In meinem Fall, das würde ich auch empfehlen, eine Diamond X30. Das ist jetzt ein kleineres Modell, als was auf dem Dach installiert ist. Ich würde jedem zu dem größeren Modell der X50 raten. Diese Antenne ist eine Duobandantenne. Was bedeutet das? Jede Frequenz bzw. jeder Frequenzbereich bedarf einer eigenen Antenne. Man kann also keine CB-Antenne für den Freenet-Bereich benutzen, sondern eben eine speziell dafür vorgesehene. Diese Diamond X50, X30 sind beide für den Freenet als auch für den PMR-Bereich geeignet, denn es ist eine 2 Meter und 70 cm Duoband-Antenne. Der Aufbau der Diamond X30 ist identisch mit dem der Diamond X50. Die Diamond-Antennen sind bekannt für ihre gute Qualität und der hohen Effektivität, also der geringen Verluste. Das nochmal als Information am Rande. Woraus besteht die Antenne? Einmal aus dem Strahler, unschwer zu erkennen, und drei kleinen Radialen. Das sind also sogenannte Gegengewichte, Radiale, die Abstrahlung begünstigen und Verluste eben verringern. Da die Antenne in besonders hoher Höhe installiert ist, wird hiermit sozusagen der Erdboden etwas simuliert und die Abstrahleigenschaften verbessert. Das ist für den Normalverbraucher aber völlig uninteressant. Wichtig ist nur, dass diese drei Stäbe hier einfach angeschraubt werden, ganz reinschrauben und dann mit einem entsprechenden Schraubenschlüssel hier nochmal gegensichern. Die Antenne kann ganz einfach am Mast montiert werden, denn wir müssen nur diese Hülse, diesen Antennenhalter, zuerst installieren. Dazu haben wir diese beiden Klemmen, hier natürlich die Schrauben lösen, durchstecken und von hier dann verschrauben, also die Schrauben natürlich abmachen und somit die Masthalterung befestigen. Dann haben wir die zwei am Mast befestigt und können dann die Hülse, das Rohr, hier durchstecken und damit fixieren. Zu guter Letzt schieben wir hier das vorkonfektionierte Koaxkabel durch, was wir nur an einem Ende, also an dem Ende, das wir hier anschließen, mit einem Stecker versehen haben. Diesen Stecker schließen wir hier an, also führen den durch, schließen den hier an, schön festschrauben, möglicherweise noch mit einem Adapter, je nachdem, welche Variante ihr hier wählt. Und dann könnt ihr diese Hülse ganz einfach hier rüber stecken, mit den zwei Schrauben verschrauben und die Antenne sitzt fest am Dach. Fertig. Das Kabel kann nun vorsichtig durch eine entsprechende Durchführung in das Haus geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass wir keine ganz kleinen Biegeradien haben, also dass das Kabel sehr stark geknickt wird. Das ist unbedingt zu vermeiden. Und auch ganz wichtig, wenn wir das Kabel irgendwo durchführen, gerade an solchen scharfen Kanten, dass sie die Isolation nicht beschädigen oder das Kabel zerknickeln. Der Standort der Antenne sollte so hoch wie möglich gewählt werden. Hier in diesem Fall ein kleines Provisorium. Die Antenne wurde samt Halterung an dem Mast der Satellitenschüssel befestigt. Hier können wir erkennen, dass die Antenne nicht ganz über die Satellitenschüssel hinausragt. Das ist eben, wie gesagt, ein Kompromiss und sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Wenn das ausreicht, dann reicht es, aber wenn es eben einen besseren Standort gibt, dann so hoch wie möglich. Die Montage des zweiten Steckers, also des Steckers, der in das Gerät geht, sollte erst am Ende erfolgen, denn wir haben ja überall ganz kleine Kabeldurchführungen. Das Kabel wird ja verlegt, geht hier längs und dann hier unten in das Funkgerät und erst hier unten ist dann der Stecker anzulöten. Soweit so gut, unsere Station ist errichtet, wir können jetzt loslegen und diese Station natürlich auch im Normalfall nutzen. Schon mal erste Übung vornehmen. Wichtig ist, dass wir nicht unseren direkten Standort verraten. In Krisenzeiten natürlich sowieso nicht, aber auch jetzt, weil wir immer im Hinterkopf behalten sollten, wir sollten auch nicht sagen, ich nutze jetzt hier ein CRTV mit einer Sendeleistung von 15 oder 17 Watt. Das wäre unklug, sondern wir haben einfach eine Station, wir verraten nicht unsere Adresse und dann ist das alles soweit so gut. Wichtig noch dazu, ich werde oft dafür kritisiert, dass ich solche Videos mache, dass ich überhaupt Leute hier an dieses Thema heranführe.
Das ist meiner Meinung nach aber falsch. Denn ganz viele Leute, und ich habe auch einen Vortrag gehalten, in dem ich das gezeigt habe, die kaufen sich diese Geräte so. Ihr kauft euch die Geräte möglicherweise so und habt gar keine Ahnung, dass ihr die richtige Frequenz einstellt. Und von Bandbreite hat sowieso niemand was gehört und überhaupt niemand eine Ahnung davon. Das hat aber große Auswirkungen. Nicht nur, dass wir den Flugfunk, den Feuerwehrfunk oder den Betriebsfunk stören, Schiffsfunk, sondern wir stören auch, selbst wenn wir die richtige Frequenz haben, die Nachbarkanäle. Und eben, es gibt ganz viel zu beachten. Und deswegen lieber dieses Informationsvideo, macht es richtig, stört nicht. Und das ist die Hauptsache. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich wirklich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.